dass das hier Basler Spalendor ist und das schönste Stadttor der Schweiz überhaupt. Das muss man auch in einem Urner Bergbauch nicht mehr erzählen. Er weiss es. Nach dem grossen Erdbeben von 1356 haben in Basel einen Befestigungsmauergürtel mit Wassergräben um die Stadt gelegt. Und neben den rund 40 Wehrtürmen auch 7 Stadttore gebaut. 3 davon sind übrig geblieben. St. Alban-Tor und St. Johann-Tor und das schönste Tor Spalendor. Es ist 40 Meter hoch und seine Mauern sind unten 2 Meter dick. Wo man 1927 über den Bau des Salmenbräu gerade neben dem Tor diskutiert hat, hat ein alter Basler von seinen Spalendor Jugenderinnerungen geschwärmt. Gerade wie eine alte Mutter, so schaust du es alleweil an. Wenn ich an der Tour gehen muss, wenn ich die Uhr her vier schlo, gell, du denkst noch dran. Wo wir alte Buben einmal sind zum Wächter rauf, weisst, haben dürfen zu der Glocke stehen, haben geholfen, das Kärbli runterzulassen für die Briefe und das Brot und das Fleisch. Im Dorfgraben unten hat es früher noch Minigärtli gehabt. Und noch um 1850 herum haben dort sogar Hirsche gehört. Die Stadtsoldaten, die Stänzler, waren auch Zöllner und haben genau darauf geachtet, wer und auch was hier nach Basel eingewandert und importiert worden ist. Größere Gärten und sogar Rebgelände hat es links und rechts von der heutigen Missionsstrasse gehabt. Bei Torschluss, hey jo, man redet ja heute noch von der Torschlusspanik, hat es ja noch einmal ein regelrecht Wettrennen gegeben. 10 Minuten vor 7 Uhr, bevor die mächtigen Balken hier zugegangen sind, hat der Wärter rausgerufen: Wer rein will, der lauf! Und dann ist das Wettrennen losgegangen. Wenn man nicht eine Speerpatze zahlen wollte, für die Extraöffnung des kleinen Nachttürli. Auch europäisch gesehen ist Spalendor mit dem Holsteintor in Lübeck und der Porta Nigra in Trier verglichen worden. Mit dem wunderbarsten Monument der Baukunst. Kein Wunder hat auch der Kunstmaler Paul Klee eine Skizze vom Spalendor entworfen. Links vom Tor, dort wo jetzt der Botanische Garten ist, ist von 1825 bis in die späten 1860er Jahre noch der Spalen Gottesacker gestanden. Wir kommen zur Madonna, die da oben an der Fassade ist. Das war übrigens früher ein sehr grosses Heiligenbild. Man hat sie verehrt. Man hat behauptet, sie können Wunder wirken. Besonders die Elsässer Gemüsefrauen, die auf den Basler Markt gekommen sind, haben nie vergessen, hier ein Stossgebet zur Madonna geben für einen guten Umsatz. Anno 1649, während dem 30-jährigen Krieg, hat der Spalendorwächter Mannhardt bemerkt, dass sich viele fremde Kriegsleute im Vorweg getummelt haben. Sofort hat er das innere Tor und dann auch gerade das äußere Gatter runtergelassen. Wo dann der Bürgermeister Wettstein, die zwischen den Borden gefangene Bande, hat anschauen wollte, da war auch der flämische Junker Overbeck dabei gewesen, der ihm eine Botschaft vom deutschen Kaiser bringen wollte. Peinlich, peinlich. Um 1850 herum haben dann moderne, junge Basler gemeint, man braucht jetzt keine Mauern und Stadttor mehr. Und es sei unnötig und altmodisch, dass man sich immer registrieren muss, wenn man spät zu oben aus der Region heimkam. Darum sind sie mal in einer Nacht bei verschiedenen Stadttoren rein und raus. Beim Morgenrapport im Rothaus haben dann ihre Väter gerätselt, wie das denn überhaupt möglich sei. Hey jo, die Jungen sind halt einfach mit einer Leiter über die Stadtmauer gestiegen. Und das war dann noch das Ende von den Speerpatzen und von der Torkontrolle. Vergessen Sie aber trotzdem nicht, zu den gefürchtigen Eisenspitzen beim Tor raufzuschauen, wenn auch Sie mal durch Spalendor durchmarschieren.